Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim Enderal. Für uns öffnet sich hier das Tor in der alten Ruine, wo wir uns gestern rumgetrieben haben und nein, nicht schon wieder diese Statue. Komische Kristalle. Wer bist du? Ich wette, da kippt noch ein, zwei Schlägen um. Das war ja wohl ein bisschen lächerlich, oder? Das war ein bisschen lächerlich. Ich war Tap. Eterner Großschwert der Lebensabsorption. Amulett des tapferen Jägers. 14% mehr Schaden. Oh cool, könnten wir nehmen. Diamant, goldene Statue, Haube des Tribunals. Mentalismus-Zauber hast du nicht gesehen. Na gut, okay. Hülle der Gefallenen. Set-Gegenstand, schwere Rüstung. Feuerball, Rang 4. Ja gut. Das zu dem Vogel. Der hat es offensichtlich nicht drauf. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück zur Pulverwüste. Kommt voll der epische Boss raus. Piu! Tot. Einfach großartig. Ich bin einfach zu stark, ich weiß. Wo genau befinden wir uns jetzt? Wir sind ein Stück weit entfernt. Wir wollen ja sowieso hier in diese Richtung. Entweder wird er hier sein oder es ist tatsächlich das hier. Das kann es auch sein. Wir müssen nur irgendwie einen Weg dahin finden. Und zur Not bugge ich mich über die Berge. Das wird schon funktionieren. Macht euch da mal keine Sorgen. So, wir sind auf dem Weg nach Norden, ne? Ja, und das ist auch schon eine Ruine. Perfekt. In die Richtung werden wir auf jeden Fall aufbrechen. Es könnte sogar schon sein. Oh, der Sandsturm hat aufgehört. Cool. Waren wir da schon mal drin? Ne? Das kommt mir so bekannt vor. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Ja, gut. Du bist schuld. Dann halt nicht. Ich dachte, hier ist irgendwie verborgen und so. Na, Mr. Löwe. Weißt du noch damals, als ich Angst vor dir hatte? Weil du mich fast umgebracht hast? Tja, jetzt bist du tot, mein Freund. Jetzt bist du tot. Und deine Gattin töte ich auch noch. Ja, scheiße, wa? Na gut. Hier gibt es auf jeden Fall noch sehr viele zu erkunden. Da freue ich mich schon drauf. Ich meine, wenn wir uns so angucken, was es so für Potenzial gibt, gerade eben mit der Höhle. Dann freue ich mich auf jeden Fall auf mehr. Aber erstmal machen wir uns ja cool auf die Suche nach dem Ort, den wir suchen. Okay. Hey, da steht jemand. Sehr schön. Gegner. Gegner sind immer gut. So, wir schleichen uns mal hier runter. Hinten leuchtet irgendein Kraut. Wahrscheinlich dieses Nierenwurz hast du nicht gesehen. Beim Arsch des Propheten, da war was. Aber die sind alle hochgegangen. Dann kann ich sie ja so lange beklauen, ne? Und ich geschlafen. Ah, schade. Geht leider nicht. Assassinenharnisch. Cool. Was? Arsch des Propheten, da war was. Ist das ein Gorilla? Oh, ich bin so tot. Ja. Da hat mich der Gorilla abgelenkt. Ich glaube, das war ein Gorilla.
Irgendwas war das. Krass. Irgendwer abgelenkt. Egal, wir haben ja gespeichert. Weil ich nicht wusste, ob Freund oder Feind. Beim Arsch des Propheten, da war was. Komm hoch. Los. Wird bestimmt nicht runterkommen, ey. Ah, sehr schön. Oh, da ist nichts. Sehr schön, da ist dein Schild lang geflogen. Bin ich gut. Sah gut aus. Perfekt. So, kümmern wir uns um Mr. Gorilla. Nett oder böse? Alter Tuyarak. Naja, anscheinend böse. Hat er mir gerade extrem viel Schaden gemacht? Hab ich jetzt gesehen, wie viel er mir mit einem Schlag abgezogen hat? Das hast du verdient, du Arschloch. Fast getötet hat er mich. Und das nehme ich an mich. So viel haben wir in diesem Let's Play bereits 19 von 100 gesammelt. Es mag für den einen oder anderen nicht viel klingen, es ist aber viel, gerade für ein Let's Play. Wenn man bei einem Let's Play ja nicht den ganzen Scheiß normalerweise einsammelt. Und das ist meine Pflicht als guter Bürger, diese Enten zu vernichten. Die haben nämlich den Vogelwahnsinn. Ist so ähnlich wie der rote Wahnsinn, nur bei Vögeln. Also Freunde, nicht so viel Vögeln. So. Ah, da wollen wir rein. Also, okay, das war einfach. Wobei ich gedacht, das würde ein bisschen schwerer, das zu finden, aber anscheinend, ja. Easy GG. Eine Nachricht mit Schlüssel. Magische Notiz. Ich hasse es, wenn man sowas nicht lesen kann. Wer an den Schatz kommen will, muss klug sein. Merkt euch, wer einmal beginnt, kann vor dem Ende nicht umkehren. Löst drei knifflige Rätsel in den Kammern dieser Anlage und der Schatz ist euer. Rätsel, nach Osten immer zu. Also, wo soll das ein Rätsel sein? Zweites Rätsel. Verdammt. Ja, gut, das war jetzt peinlich. Das solltet ihr nicht sehen. Das war zwischen mir und Jasper. Berührt ihn, der gen Himmel schaut. Drittes Rätsel. Wer ohne Zaudern geradeaus geht, stößt auf das Licht. Okay, das heißt, zuerst gehen wir nach Osten und dann berühren wir irgendwie einen Penis oder so. Keine Ahnung. Der ist ja auch immer oben. Keine Ahnung, ob hier überhaupt Gegner sind. Das erste Rätsel. Immer Richtung Osten gehen, okay. Hier ist eine Lampe, warum auch immer. Osten befindet sich da. Das ist ein Penis, der sich die ganze Zeit aufbaut. Cool. Ja, cool. Sehr gut. Da hast du das richtige Wort gewählt. Riesige Pilze. Soll ich die berühren? Schlüssel. Den Pilz nehme ich auf jeden Fall schon mal an mich. Ich habe das Gefühl, dass der... Nö. Experte.
Ah, wir hatten noch eine Mütze bekommen, ne? Oder war das ein Amulett? War ein Amulett, aber das hatten wir schon mal. Wo ist jetzt bitte sehr der Schlüssel? Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Was ist das, was ihr wollt? Na gut, dann tun wir einfach mal so. Ich hänge jetzt in der Vase fest, oder was? Tun wir einfach mal so, als ob die Entwickler wollten, dass wir einfach mal die Konsole anmachen. Kann ja sein, dass Entwickler genau darauf aus sind, dass man die Konsole anmacht, um zu fliegen. Ja, da ist ein Schlüssel drin. Ah, der Richtung Himmel blickt. Das bist doch du, oder? Nee. Einer von denen muss nach oben gucken, ach. Wir haben das Rätsel gelöst. Hier ist der Schlüssel, ein zweites Mal. Also, keine Sorge, Freunde, wir haben das Rätsel gelöst. Oh, cool, eine Truhe. Also von daher kann uns niemand etwas dagegen sagen, dass wir kurz gescheatet haben. Muss man ja auch erstmal wissen, das Ganze, ne? Also ganz ehrlich. Wieso sind hier plötzlich Truhen? Das ist auf jeden Fall der Gang. Es sieht komplett anders aus, das Tor gibt's da gar nicht. Okay, okay. Wir kontrollieren jetzt mal. Verdammt, ich kann mich nicht umdrehen. Ist es wahrheitsgetreu? Weil diese Tür sah bestimmt nicht so aus. Mit Garantie nicht. Ah, schön. Der alte Cheater Zero. Was ist dann auf der Seite? Ja, ich habe euch entlarvt, die Entwickler. Es sieht nämlich nicht so aus. Merkt euch das Tor, das wir gerade aufgemacht haben. Das sah garantiert nicht so aus. Garantiert nicht. Na gut. Seht ihr das? Das ist ein anderes Tor. Achso, die andere Seite, ne? Ey, ist ja egal, welche Seite. Das ist einfach ein anderes Tor. Ey, lass mich hier nicht verarschen, ja? Außerdem ist da hier oben auch kein Gitter und keine Truhen gewesen. Einfach geradeaus gehen. Okay, ich habe Angst, dass ich das geradeaus nicht mehr wiederfinde. Einfach geradeaus gehen. Ja! Ich sehe Licht. Das ist der Schatz. Ein Sammelobjekt. Eben, ja, das war der Schatz. Naja, gut. Frostmauer. Seelenstein. Maske des Gefallenen. Wo ist das Ding? Hä? Maske des Gefallenen? Hallo? Hallo? Es existiert gar nicht. Doch, da. Blockt 8% Schaden. Ja gut, das ist alles Kacke. Ja, was soll's. Zurück in die Pulverwüste. Wir haben es gelöst, das Rätsel. Ich gebe zu, wir haben ganz kurz gescheatet. Allerdings ist es mir dann eingefallen mit den Statuen. Ich meine, man soll ja erstmal wissen, dass da Gesichter sind. Ah, ja.
ich weiß, ich weiß, das war so ein bisschen gescheatet, aber ey, das ist immer noch besser, als wenn wir da jetzt tagelang dran gehangen hätten und da rumgelaufen wären. Gut, Freunde, wir sind zurück zur Pulverwüste. Wir haben das Rätsel gelöst. Somit brechen wir nach Ark auf, um mit, wie hieß sie, Celine zu sprechen. Kalia. Mit Kalia zu sprechen. Das heißt, morgen auf nach Ark mit Kalia sprechen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.